wir sind natürlich nicht zufrieden. So ungerecht kann der Fußball sein. Ich glaube, dass wir schon von Anfang an richtig Druck gemacht haben, dass wir den Gegner eingeschnürt haben. Wir haben eine Ecke nach der anderen rausgeholt. Hatten auch Chancen genug, um Tore zu erzielen. Das waren nicht nur die beiden Großchancen, der Elfmeter von Pierre und der Schuss von Kingsley, sondern auch in anderen Situationen waren wir in aussichtsreicher Schussposition, aber haben das Tor nicht gemacht. Und dann, das ist ja auch eine alte Weisheit, wenn du selber das Tor nicht machst, schießt eventuell der Gegner eins. Und genauso war es. Wir waren in der Szene und kurz davor auch schon, waren wir nicht hundertprozentig konzentriert, waren auch ein bisschen zu offen bei unseren Bemühungen, das Führungstor zu schießen. Und so fährt Burghausen einen schönen Konter, den sie natürlich auch gut abschließen. Für uns ist ein Punkt zu wenig. Wir wollten 3 Punkte holen heute. Wir haben alles dafür getan. Die Mannschaft hat das, was wir wollten, gut umgesetzt. Gerade in der ersten Halbzeit hat sie sich immer wieder gut durchgespielt gegen einen tiefstehenden Gegner, was sicherlich auch nicht einfach ist. Deshalb dafür ein Lob an die Mannschaft und für ihr Engagement am Ende noch das 2-1 machen zu wollen. Aber unsere Abschlussschwäche, die war heute natürlich schon tragisch. Ja gut, wir haben gewusst, wir werden hier sicherlich die ein oder andere Druckphase überstehen müssen. Und es war wichtig, dass wir hier eine Kompaktheit an den Tag gelegt haben. Deswegen haben wir uns heute auch entschieden, mit 3 Sechsern zu spielen, weil eben über spielstarke De Witt und Öztürk und die Außen ziehen immer auch nach innen. Von daher haben wir uns deswegen entschieden. Und ja, wir standen ganz gut und dann muss man natürlich sagen, ja, die Riesenchance von Unwegbo und dann 11 Meter, da haben wir natürlich Glück. Und ja, wir haben immer gewusst, einen Konter kriegen wir immer wieder und wir wollten dann in der Halbzeitpause die Null eben halten, haben wir gesagt, hier klar, wenn so ein bombastisches Publikum da ist, mit vielleicht 13.000, weiß nicht, wie viel das genau waren, ja, dann kriegen wir natürlich unsere Möglichkeiten, solange wir die Null immer noch halten. Ja, und siehe da, wir hatten wieder eine ein oder andere Situation, das Quäntchen Glück, aber haben dann einen Konter gefahren, wo sich Tobi Schröck super durchsetzt, den Ball querlegt und Benno Bencic das Tor dann macht. Und das war dann richtig gut gemacht. Dann ärgert man sich natürlich, dass man dann kurz vor Schluss nochmal ein Tor bekommt, wo eigentlich nicht so hundertprozentige Torchance da war. Hab gehört, vielleicht wäre so vor der Ball im Aus gewesen, aber das ist uninteressant. Ich denke, wenn man das Spiel sieht, fahren wir sicherlich mit dem Punkt nach Hause, den wir als Bonuspunkt sehen, und müssen eben jetzt im Heimspiel wieder nachlegen, dass wir da dranbleiben. Aber wie gesagt, wir haben eine junge Mannschaft und wenn ich so dem Gegner die ersten 11 durchgegangen bin, ich glaube, da war schon viel Erfahrung dabei, ja, viele Zweitligaspiele. Auch da nochmal meinem Kollegen und auch dem Verein Glückwunsch, was sie hier in kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben, nachdem dass man in die 3. Liga hat gehen müssen. Und ich denke, wir sind zufrieden. Dankeschön. Ich denke, dass heute gab es eigentlich nur einen oder hätte es nur einen Sieger in dem Spiel geben dürfen. Das waren wir, weil wir, ich finde, ein richtig gutes Spiel gemacht haben, richtig eine Dominanz auf dem Platz hatten, genügend Torchancen, um, glaube ich, 2 oder 3 Spiele sogar zu entscheiden. Und deswegen ist es bitter, dass wir das heute nicht geschafft haben. Man kann heute eigentlich gar nicht viel kritisieren, außer dass wir die Chancen nicht reingemacht haben. Wenn man sieht, wir haben heute, glaube ich, 700-800-prozentige Chancen rausgespielt, kreiert. Das ist ja eigentlich was Positives, aber muss man natürlich auch davon mindestens 2-3 nutzen. Das haben wir heute leider nicht gemacht. Machen wir auch keinen Vorwurf, zum Beispiel beim King, der trifft das leere Tor nicht, der hat uns diese Saison schon 10 Buden gemacht. Das kann jedem mal passieren, oder den Elfmeter, das, sowas passiert im Fußball. Aber ich denke, als ganze Mannschaft hätten wir heute einfach mehr Tore machen müssen. Wir versuchen ja jede Woche unser Bestes zu geben, um den Fans auch einen Sieg zu gönnen. Als letztes Spiel ist natürlich bitter, dass wir heute es nicht geschafft haben, das Spiel für uns zu entscheiden. Ja, die haben am Ende genauso viele Tore geschossen wie wir heute. Und von daher ist es verdient für die. Die haben dafür alles getan. Wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele hundertprozentige Chancen noch nicht reingemacht. Von daher brauchen wir uns eigentlich, denke ich, nicht beschweren, sondern können im Endeffekt noch froh sein, dass wir überhaupt noch einen Punkt geholt haben. Ja, so ist manchmal der Fußball, ne? Dass wenn man die Chancen nicht macht, dass man sich dann irgendwann durch eine blöde Situation einfängt. In der Szene vorher, ich glaube eine Minute vorher, ist mir kurz das Herz in die Hose gerutscht, als er dann vor mir stand. Und dass sie dann noch das Tor machen, das ist ärgerlich. Aber ich denke, dass wir dann Moral bewiesen haben und haben nochmal alles nach vorne geworfen und sind dann nochmal dafür belohnt worden.